Moin moin meine lieben Zockerfreunde, ich darf euch herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Transport Fever 2 hier auf Kante Zockt. Leider bin ich immer noch alleine, der Manuel ist immer noch krank, das ist dieselbe Aufnahmesession. Deswegen ist es leider so wie es ist, aber wir machen weiter mit der Autobahn. Wir haben uns jetzt hier ein wenig beraten mit dem Chat und wir werden hier die Autobahn, das Autobahnkreuz selber bauen. Man könnte jetzt hier rasant runterbauen, das wollen wir aber gar nicht. Wir wollen nämlich da einmal quer rüber. Und zwar wollen wir hier ein Kreuz bauen. Ich weiß noch nicht, ob wir es hinkriegen, wie wir es hinkriegen und was das wird. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das hinbekommen. Der Chat steht da voll und ganz hinter mir. Hoffe ich. Kollision, Kollision. Da. Das hatte ich schon mal geguckt. Da wollen wir natürlich nicht, dass die Stromkabel hier in der Brücke drin stecken. Deswegen ziehen wir uns jetzt einfach mal das Teil hier geradeaus durch. Und den zweiten parallel daneben. Hatte ich mir jetzt gehofft. Dann bauen wir uns den zweiten Halt selber. Auf diese Höhe. Und gehen dann ab nach oben. Passt das fast? Dann haben wir hier nochmal die Brücke. Das modernere Stückchen Brücke. Und dann zielen wir uns jetzt hier so Richtung den anderen Autobahnanschluss. Guck mal, das passt super. Dann reißen wir ein Stück davon ab. Und da bin ich damit vollkommen einverstanden. Das ändert sich noch hier, diese Bodenwelle ändert sich noch, wenn wir das nachher alles umarbeiten. So, mein Plan ist es nämlich, dass wir nachher hier hinten weiterfahren. So ungefähr. Hätte ich mir das vorgestellt. So, guck mal. Ah, super. Das bauen wir jetzt noch mal flott. Dann haben wir das nämlich auch schon mal. Sehr schön. Okay, also sind wir jetzt hier rechts, genau, dass es entgegenkommt. Den pflanzen wir nochmal um. Den auch. So, und den bauen wir nochmal um. Habe ich mir fast gedacht. Schade. Ist aber jetzt nicht so schlimm. Okay, ist doch so schlimm. Ich wollte halt den Wechsel der Straße auf dem Festland haben. Dann hast du da nicht so eine Wellen in den Brücken drin. Jetzt nochmal wieder zurück. Oh, das passt doch. So, dann sind wir hier nämlich schon bei der Brücke. So, jetzt müssen wir uns überlegen. Wir bauen jetzt erstmal die Straße, die hier durchgeht. Und zwar kommen wir dann ja von, warte mal, wir sagen jetzt einfach mal von hier.
Obwohl, ich würde doch ein bisschen mehr ausholen. Wir wollen ja eventuell noch die ein oder andere. Achso, das können wir auch in zweispurig bauen. Die ein oder andere Brotfabrik noch hinzufügen. Halt, genau so. Colli. Okay. Dann bauen wir das doch noch anders. Und zwar nehmen wir uns erst die Straße, setzen uns den vier Ebenen hoch. Und gehen dann hier rüber. Das müsste passen. Kurz Autosave abwarten, dass er die Brücke auch baut. Gehen wir wieder auf 0. Und bauen den da oben ran. Ah, sieht doch super aus. Mario, mein Lieber, vielen Dank für dein Follow. Schön, dass du reinschaust. Okay, dann müssen wir noch eine höher gehen. Jetzt habe ich wieder Steinbrücken gebaut. Naja, egal, dann bleiben das jetzt Steinbrücken. Schön, dass es Steinbrücken geworden sind. Achso. Jetzt müssen wir dem ja wieder sagen. Pass auf, wir gehen wieder auf Normal 0. Damit er dann auch runter geht. Durch und dann passen wir uns an. So. Und dann endet das hier nachher wieder im Kreisel. Wie wir es gewohnt sind, und dann ist das auch okay. Ja, wir sind genau verkehrt rum. Wir müssen quasi jetzt alles umdrehen. Aber das macht jetzt auch nichts. So, und jetzt wird es spannend. Also wir wollen von hier aus da haben wir schon mal Erfahrung gemacht und wir fahren eigentlich mit den Autobahnabfahrten, wie wir sie bauen, eigentlich echt gut. Gar nicht mehr, woher ich die habe. Also wo wir uns das abgeguckt haben. Das müssen wir mit dem jetzt runter. Kann auch ruhig ein bisschen weiter, ist ja nicht so schlimm. Wir haben ja Platz hier. Hoppala. Hoppala, habe ich gesagt. So, jetzt. So.
Das sieht natürlich doof aus. So. Das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Wenn wir das auf der anderen Seite auch noch hinkriegen, wäre schon mal gar nicht so schlecht, ne? Alle Brücken müssen modern sein. Oh, echt jetzt. Naja, machen wir jetzt erstmal. Lassen wir jetzt erstmal so, wie es ist. Die Musik trägt auch noch der Spannung. Kann man Brücken auch modernisieren? Ich weiß es gar nicht. Okay, probieren wir es hier auf der anderen Seite auch nochmal. Ich kann aber nicht versprechen, dass es was wird. Also wir könnten ja hier schon rausgehen. Dann hätten wir auf dem Festland noch was. Also festen Untergrund. Bisschen runter. Genau, hier auf eine Brücke. Modern, habe ich ja gehört, sollte sein. Okay, Brückenpfeiler Colli. Nee. Ah, das wird eng. Okay, da können wir nicht raus. Da müssen wir hier raus. Wieder eine falsche Brücke hier gebaut. Also jetzt richtig, ja.
wieder rum. Liebe Freunde, das ist ein Unikat, ne? Das wisst ihr schon. Schon cool, oder? So, hier nochmal wieder raus. Kürzer, genau so. Ja, sieht gut aus. Das wird jetzt sowieso ein bisschen komisch, weil hier ist ja der Berg. Egal, komisch, komisch ist ja unser zweiter Vorname. Gleich, mein Schatz. So, das Autobahnkreuz wäre fertig. Und jetzt können wir auch immer noch sagen, pass auf, ab hier dreispurig. Brücken müssen wir gleich hier noch ausbauen. Sind echt dran, ne? Ich glaub's nicht, du. Ich glaub's nicht. Also ich bin zufrieden. Brücken machen wir gleich noch. Auf modern und so. Aber sonst muss ich sagen, bin ich zufrieden. Kann man eigentlich solche Vorlagen auch selber machen? Also, jetzt so. Als Idee? Wieso, das ist doch voll übersichtlich. Hier kann man runterfahren, wenn man nach rechts raus will. Und wenn man nach links raus will, fährt man hier runter. Ein normalstes, also... simpel und easy, würde ich sagen. Aber ich muss jetzt leider noch mal abreißen hier. Ein, drei, vier, fünf. Machen wir fünf hoch.
Ne, 5 ist zu viel. Vier hoch. Vier okay? Vier okay. Moderne Brücke. Easy. Oh, ich würde sagen, das ist doch schon gar nicht so schlecht geworden. Dann können wir hier ja auch einen schönen Kreisverkehr hinsetzen. Oder? Ja, ich musste die Brücken erneuern. Ich durfte da keine Steinbrücken hinstellen. Müssen alles moderne Brücken sein. Aber es ist echt, also... Ich muss sagen, überrascht mich selber gerade. Oder wollen wir hier ein Kreuz hinsetzen? Ja. Ja, Kreisverkehr. Michael? Mein Getränk ist alle. Okay, wir haben gerade mal eine halbe Folge gebraucht. 20 Minuten. Gut. Danke, Herr Bürgermeister. So, jetzt müssen wir kurz mal Pause machen. Das muss natürlich auch gleich alles mit allem versehen werden. So, Kreiselding. 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 Dreispurig. Schöne Größe. Da müssen wir noch mal ein bisschen mehr von der Brücke wegreißen. Und hiervon auch. Und hiervon auch. Und dann setzen wir hier einen riesen Kreisverkehr hin. Ja gut. Ne, Gebäude nicht, Straße. Landstraße, hier, die hier, genau, mit Tramgleis, weil es sich so gehört. Einfach, weil wir es können. Die auch mit Tramgleis. Und der Gerät natürlich auch mit Tramgleis. Müssen wir den ganzen Kreisel noch ausbauen mit Tramgleis. Und von hier kommen natürlich auch. Oha! Alter, das ist laut gewesen. Killgrew, vielen Dank für dein Follow auf Twitch. Ja, die Ampeln wollte ich erst im Nachhinein wegmachen. Bringt ja nichts, wenn ich die jetzt schon wegmache. Und dann setzen sich da wieder neue. Da ist keine, da ist keine. Hier hat sich eine gesetzt. Den haben wir weg. Hier ist auch keine. Gut. Das müsste so passen. Was sagt der Linienverlauf? Wunderbar. So, jetzt mal wieder Play machen, damit wir nochmal ein bisschen Geld verdienen.
Boah, Alter, wir machen 150 Millionen, ey. Pro Jahr. Sehr schön. Jetzt können auch da die ersten Autos drüber fahren. Bin ich aber gespannt. Ob da jetzt sich einer... Warte mal, das wollte ich gar nicht. Schnell mal aufmacht. Da ist er. Oh ne, da fährt in die andere Richtung. Der fährt hier runter. Da ist der Erste, da ist der Erste. Komm, die fahren wir mit. Mal gucken, wo der hinfährt. Oh ja, schön im Urwald. Darum stürzt gerade ein Flugzeug ab. Es kommen wieder neue Einwohner. Das geht gleich auf dreispurig, da bremst du gleich ab. Guck, 80 km/h fahren wir. Ne? Wer es nicht weiß, wie schnell die Straße, wie schnell auf den Straßen gefahren werden darf, guckt euch ein Auto an und nimmt die Geschwindigkeit, die unten rechts in der Ecke steht. Leider sind die Straßenanschlüsse natürlich eine ganz schöne Buckelpiste, wenn man von hier jetzt guckt. Hier rechts wird es dann bald nach Epfenhofen gehen. Und hier geht es runter nach Karlsruhe. Stimmt, wir müssen die Autobahnmaut noch bauen, damit wir da auch noch Einnahmen daraus generieren. Also es könnte bestimmt irgendwann mal richtig voll werden, ja, am Autobahnkreuz. Es würde mich schon interessieren, ob das wirklich mal irgendwann so wird. Wird eine spannende Geschichte. Nö, gefällt mir. Das ist ganz gut geworden. Könnt ihr mir in den Kommentaren schreiben, wie ihr das so seht. Chat sieht das ja immer so ein bisschen gemischt aus. Manu steht ja auch mal mit dem Dorn in meinem Rücken. Ist zumindest im Chat dabei. Leider nicht mit Stimme, aber der hat heute keine Stimme. Das würde nicht viel Sinn machen. Deswegen hat er Manu heute frei. Unfreiwillig. Das sieht gut aus. Wenn wir diese LKW-Fahrer, ne? Er fährt die Umgehungsstraße, okay. Gut. Das hätten wir also auch. Wie sieht das hier jetzt aus? Ein Brot liegt jetzt irgendwo anders. Was hat der jetzt mit? 72 Brote, das ist natürlich nicht, ne? Der kommt jetzt gerade hier hoch, okay. Zustand Zug 29. Rom Werkzeug, ja komm her. Unterhalten wir dich mal ein bisschen. Sieht doch noch gut aus, wie neu. Finanzen macht immer noch Plus. Okay, das sieht alles soweit echt gut aus.
heißt, wir haben jetzt das Autobahn-Gedöns durchgebaut. Und ich glaube, wir haben das ganz gut gemacht. So, wir können die Nebenstrecke ja auch noch bestehen lassen. Ach, guck mal, eine Hauptverbindung trennen wir. Das hat er immer noch als Hauptverbindung, oder? Das ist ja krass. Ach, wegen Äpfenhofen vielleicht. Nee, kann ja nicht. Das ist eine Hauptverbindung, das ist eine Hauptverbindung, das ist auch eine Hauptverbindung. Also als nächstes würde es dann weitergehen nach Äpfenhofen, aber das würde ich erst machen, wenn der Bürgermeister auch vor Ort ist. Kommt, der eiskalte Flugzeug vorbeigeflogen. Was machen die Flugzeuge hier? 32 Stahl, das sieht gut aus. Da hat ein bisschen Wood mit. Da hat ordentlich Wood mit. Velux hier, okay, das passt auch. 26, was hat der hier mit? Das sieht alles sehr gut aus. Da holen wir auch Holz ab und hier haben wir auch noch Holz. Kriegt er das überhaupt? Ja, das kriegt er. Prozent transportiert. Wie sieht es mit Eisen und Kohle aus? Kohle wurde gerade abgeholt. Eisen liegt hier rum. Das ist aber auch okay. Was holst du ab? Guck mal, der holt das Eisen ab. Das passt also alles perfekt. Ich bin stolz auf das Eisenbahnkreuz. Eisenbahnkreuz, Autobahnkreuz. Dass sie auch schön Kreisel haben und alles, das ist eine schöne Sache. Das ist eine gute, bodenständige Sache, die wir da hingestellt haben. Also ich hätte jetzt gedacht, dass es länger dauert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Karlsruhe Maschinenversorger. Die Lila, ne? Tja. Schwierig, ne? Also bringt er im Grunde, ja, das bringt ja überhaupt nichts. Ach, dafür hatte ich doch die rote eingesetzt, oder nicht? Die rote hat doch hier Anschluss und die rote kann doch oder fährt doch eh hier rüber. Also brauchen wir den ja gar nicht mehr hier halten lassen. Dann nehmen wir die Haltestelle da raus. Ich glaube, das haben wir nur vergessen. Wieder falsch geklickt. Kante. Oh. Jetzt wird es langsam schwierig. Linie verwalten. Und dann nehmen wir Karlsruhe Zentrum raus. Bitte.
Dann fahren die nämlich nur noch hier rein, abliefern und zurück. Und der andere fährt hier durch. Wir müssen zusammen auch um andere Städte kümmern. Wir können nicht immer nur Karlsruhe machen. Wie sieht zum Beispiel in Sommerloch aus? In Sommerloch sollte immer noch mal ein Flughafen sein, ne? Sommerloch soll ja hier in sehr schlecht versinken. Das passt alles. Alles im Griff, ja. BC4s reichen auch immer noch. Die macht 2,9 Millionen plus die kleine Bummelbahn hier. Crazy. Wir könnten den Flughafen auch direkt in die Stadt bauen. Passagierflughafen. Ne, wir wollten ja einen Flughafen machen, ne? Oder willst du lieber die Einflugschneise haben? Oder Abflugschneise? Bestimmt auch interessant. So. Straßen abreißen, neu bauen. Können ja außen rumfahren. Doch würde so passen. Einflugschneise, Abflugschneise. Oh, Friesnitz wäre dann voll in der Schneise drin. Ich glaube, das will der Bürgermeister nicht. Oder hier hin so? Epfenhofen. Die Flugzeuge sollen direkt über die Stadt fliegen. Starten oder landen? Wir haben so viel Taler, das ist eigentlich völlig Wumpe, ob wir da jetzt noch was ausgeben oder nicht. Können es ja so rumsetzen, dann können wir hier noch einen Schiffsanleger bauen. Aber wir können damit denken, wir könnten dann eine Schiffsrundfahrt machen. Seerundfahrt. Neben Raffne, neben der Raffne, alles klar. Ja, starten wäre schwierig, weil da hinten ist direkt der Berg. Und so hat er auch hinten die freie Bahn. Das ist doch gut. Das können wir so machen. Das wäre auch geil mit der Zugeinfahrt. Warte, ich ziehe die nochmal ein Stückchen hier raus. Falls wir nochmal eine zweite Landestartbahn-Geschichte machen wollen. Ach nee, müsste ich das andersrum machen. Aber wir können ja die Start- und Landebahn können wir verschieben. Da wäre die Olden Eumel da vorne vor. Ne, ich will den eigentlich schon. Das ist eigentlich schade. Na gut, wir könnten den nachher aufschütten. Also, dann machen wir das so. Sollten wir da noch eine zweite Bahn für haben wollen? Z.
17 Millionen kostet so ein Flughafen, ne, wa? So, pass auf, konfigurieren. Wir wollen ja, hier landet er jetzt. Das heißt, wir wollen die jetzt hier wegnehmen. Und den wollen wir jetzt sagen, du sollst hier drüben landen, ne? Das ist doch bestimmt spannend, Alter. Wenn du von hier mit dem Zug, mit dem Flug kommst und auf einmal Flugzeug. Geil. Entschuldigung. Okay, müssen wir die Straße noch ausbauen? Also sollte sich jetzt jemand fragen, warum wir gerade diese Stadt hier anschließen. Der Wunsch war auch aus der Community schon, dass Sommerloch soll ja die schmutzigste Stadt der Staffel werden. Und deswegen haben wir uns überlegt, das können wir ja mal so machen. Ne, wir müssen natürlich auch einen Bus haben, der darüber fährt. Da muss er hier rein in den Zopp. Aber wir brauchen noch Platz frei. Ja, locker. Guck mal hier. Locker, easy. Platz frei hier. Wie fahren die denn? Wie rum ist die Einbahnstraße hier? Die ist rauffahrend. Dann fahren wir hier rauf. Und hier hinten wieder raus. Ne, hier. Straße. Was sind wir schon wieder bei 42 Minuten? Na gut, dann müssen wir das nochmal anschließen in einer weiteren Folge. Das gucken wir uns dann an, wenn es soweit ist. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat und würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut in einer weiteren Folge. Also dann, bis zum nächsten Mal. Mal gucken, wie wir das hier alles hinkriegen. Euer Kante. Tschüss.